dann gibt es einige Sachen. Na, aber ich tue ja sowieso alles nach Rausschießen, Exzesse und sowas, Abstürze. Also ich habe sehr viel so Promo-Jobs gemacht. Aber ich fand es immer am schlimmsten, wenn da nichts los war. Also ich fand am schlimmsten immer das, wo die Zeit nicht vergeht. Aber ich musste mich auch so verkleiden, mal als Zahnpasta und Zahnpasta verteilen. Aber das hat mir zum Beispiel, das finden Leute immer extrem demütigend. Aber mir hat das eigentlich voll Spaß gemacht, so als Erfahrung, den ganzen Tag als Zahnpasta durch die Stadt zu gehen. Weil ich habe Kunst studiert, da wollten die mal eine Vernissage und ich fand es immer urschrecklich, aber ich musste auch hin, weil ich ja Menschen treffen wollte. Da hatte ich immer das Gefühl, alle lieben diese Veranstaltungen und ich werde da gequält. Ja, also gekotzt habe ich nicht, aber mir war den ganzen Tag zum Kotzen nach der ersten Berlin-Lesung. Und irgendwie immer, wenn ich Österreicher treffe, dann fühlt man sich plötzlich so österreichisch und bleibt viel länger und trinkt viel mehr. Am nächsten Tag war mir den ganzen Tag, war ich kurz vorm Kotzen. Ich kann nichts anfangen mit so Science-Fiction und sehr fantastischen Sachen. Aber ich finde es nicht langweilig, ich respektiere es, aber ich steige dazu aus, wenn es zu fantastisch wird. Ich mag es immer eher sehr kalt und realistisch. Das Schlimmste, dass niemand lacht, weil dann wirken meine Texte total traurig irgendwie. Aber das passiert eh selten. Einmal Sushi oder so. Also viele meiner Freunde haben sehr viel gestohlen, aber ich war dann doch immer ein bisschen zu ängstlich. Scheiterhaufen. So ein komisches Gericht, das ist auch so wabbelig, breiig irgendwie. Und da war so eine faschistische Lehrerin, die wollte halt, dass die Kinder immer, und ich war eh kein dünnes Kind, also ich weiß nicht, die haben mich da gezwungen, das halt aufzuessen. Und ja, das war fürchterlich, ein Trauma. Also meine Familie kommt vom Bauernhof und die haben Tiere immer so wie Ungeziefer behandelt. Und ich glaube, das habe ich halt so ein bisschen in mir drin auch. So Katzen waren immer so wie Ratten oder sowas. Ich bin nicht so, Gegenstände sind mir recht egal, ich schmeiße sie auch schnell weg und so. Also ich mag das gar nicht, so Dinge sentimental aufladen. Das finde ich eher so wie Ballast. Also würde ich eigentlich alles hergeben. Stunden scheißen. Ganz entspannt. Also ich habe einmal LSD genommen, ich war ein bisschen zu jung dafür und es war halt schon ein extremes Erlebnis und es war auch eher ein Horrortrip, aber es war trotzdem eine interessante Erfahrung, ich bereue es jetzt nicht. Vorher wollte ich immer so Wirtschaft studieren und Jus und seit diesem Trip halt wurde ich dann Künstlerin.